Hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist euer Chris mal wieder und wir spielen Take on Mars. Und wir wollen heute mal mit einem kleinen Lander Alpha versuchen, dort zu landen. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das müssen wir uns jetzt gleich mal angucken. Weil man sieht, dass der Landepunkt ist ja schon super, super, super klein. Kostet uns 300.000. Aber wir werden es probieren, ob wir da landen können. Und mal gucken, wie die Länder so sind, ob die besser funktionieren oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Oh, das sieht ja schon mal geil aus. Der Länder hat ja... Oh. Wie, was? Ach, jetzt wäre ich hier abgeworfen? Wie geil ist das denn? So, jetzt wurde ich abgeworfen hier, oder was? Oder wie, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich hänge am Fallschirm. Oh, ich hänge am Fallschirm. Manual Control. Oh, Automatikmodus. Ja, komm, Retro Thrusters. Komm, gib Kette. Ja, genau, so ist geil. Komm, wir müssen ja dahin, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Gefühl haben wir noch. Boah, das scheint gut zu funktionieren hier mit dem Automatikmodus. Jetzt müssen wir gucken. Da ist er, da ist er, da kommt er. Guckt mal. Da ist er. Macht er immer. Ja, komm, lande da, mein Freund. Nicht so viel. Ja. Oh, dann 20 Meter. 140, du Blödmann. Nein. Ach so, wir müssen da hin. Oh, geil. Komm, komm, schaffst du. Na, nein. Ich bin noch im Automatikmodus. Du musst das schaffen, Baby. Lande da, wo du landen sollst. 56 Meter, 50 Meter, 40 Meter. Da müssen wir hin. 30. Uhu. Wie hoch sind wir noch? Ich sehe nicht, wie hoch wir sind. Distance, 1300 Meter. Oh, 2, irgendwas. Aua, der scheint da richtig zu landen, Kinder. Ja! Ja! 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter. Ey, wir sind da. Ist das geil, oder was ist das geil? Komm, wir machen mal ein Foto. So. Ist ja geil. Ach, jetzt können wir hier sollen wir ein Foto machen. Machen wir doch glatt, ey. Foto complete, jawohl. Ach so, Fotos brauchen wir jetzt keine mehr machen. Oh, ausgestiegen, scheiße. Wollte ich nicht. So, wie kann ich jetzt zwischen den Kameras umschalten? Ich habe da mehrere Kameras bei. Ach, hier sind sie. Ach, guckt euch das an. Tele. Jawohl, guckt euch meine Kameras an. Wie geil ist das bitte? Boah, hier, da sind wir gelandet. So sieht es unter uns aus. Ist ja geil. So, okay. Und jetzt müssen wir analysieren. Capturen wir mal das Gas. Ah, das scheint mit den Ländern richtig gut zu funktionieren, wa? Oder? Oh, der ist da automatisch hingeflogen. Ist das geil. Ich bin ja begeistert. Uhu. Dann werden wir jetzt also nur noch mit Ländern landen, weil der scheint ja da direkt anzukommen. Und wenn wir da Bilder machen müssen, wir haben ja einen Haufen Kameras bei, können wir auf jeden Fall einen Haufen Bilder machen. Fett. Ich bin echt platt, ey. Schön. Oh, das, so müssen die sich fühlen, ja, wenn die ihre Sonnen auf den Mars schießen und die Sonnen das machen, was sie machen sollen. Wenn's, also wenn die das auch machen, was sie machen sollen. Ja, so fühlen die Astro... Physiker, was weiß ich, sich, wenn die da, ne, wenn die da, eben das machen. So, also, wir haben also alles geschafft, das heißt, wir können das Ding wieder disconnecten. Aber das Ding ist, hat uns natürlich jetzt 300.000 gekostet. Die Frage ist, was wir verdient haben. Oh, wir haben eine Menge verdient. Hohohoho. Herrlich. So, das heißt, wir werden die zweite Mission im Victoria-Krater natürlich auch annehmen. Und werden hier mit unserem Lander Alpha landen. Und sagen Launch. Und jetzt müssen wir den hier versuchen, irgendwie hinzubiegen, dass der da auch wirklich genau landet, wo er landen soll. Und dann sagen wir Launch. Also es scheint gut zu funktionieren mit diesem automatischen Messen, weil der scheinbar irgendwie auch den Wind oder sowas einberechnet hat. Also wir hängen hier irgendwie... Irgendwo hängen wir hier dran. Und jetzt werden wir gleich ausgeklinkt.
Ja, jetzt werden wir ausgeklinkt. Die Kameraqualität ist natürlich total kacke. Ich weiß nicht, ob das nochmal besser wird oder so, aber ja. Also, wir hängen auf jeden Fall am Fallschirm. 30 Meter pro Sekunde. Jetzt wird das erste Mal gesteuert. 900 Meter, da müssen wir hin. Okay. So, wir sind schon 200 Meter getravelt quasi. Man muss natürlich gucken, dass man doch noch Sprit hat, ne? Weil, wenn der Sprit alle ist, ist das natürlich doof, ja? Für Retro-Truster. Truster, also quasi die, ja, Steuerdüsen, um es mal so zu sagen. Da wäre natürlich ein Joystick jetzt geil, ja? Wenn man einen Joystick hätte, muss man halt da selber so. Oh, entschuldigt für das Geräusch, war wahrscheinlich nicht so schön fürs Mikro, aber muss man dann halt steuern, ja? Ich bin ja mal gespannt, ob der da auch wirklich hinsteuert, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Ah! Retro-Traster kommt, schaffst du. Wie hoch sind wir überhaupt? Ich sehe gar nicht, wie hoch wir sind. Ey, komm, du musst nach links steuern, mein Freund. Links! Nach links! Ah, gut. Weiter nach links. Halt! Nicht so weit! Ah, das sieht gut aus. Okay. 50 Meter nach da. 40 Meter noch. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Ja, oh ja, das sieht gut aus. Oh ja! 10 Meter. Komm, gib Kette. Nein, weiter. Komm, weiter, 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 weiter. Ja, noch weiter. Mehr Trust. Mehr Trust. Du brauchst, musst mehr machen. Komm! 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter. Oh, 1 Meter und 6 daneben. Ich werd irre, ist das geil. So, jetzt gucken wir erstmal nach der Kamera. Wir sollen nämlich bestimmt wieder Fotos machen, ja? Ja, klar, wir machen hier wieder Fotos. Wir nehmen mal hier die andere Telekamera. Die macht schönere Bilder. So, Foto ist komplett. Haben wir hier noch irgendwo ein anderes Foto, was wir machen müssen? Hier ist noch ein Foto. Schwer zu fotografieren. Da müssen wir wohl doch die nehmen. Das ist auch komplett. Ah, hier haben wir noch ein Foto. Auch komplett. Okay. So. Haben wir noch irgendwo Fotos, die wir machen müssen? Nö, ne? Nö, ne? Hier vielleicht unten vor der Füße irgendwo was fotografieren? Nö. Wir sollen nur die Berge knipsen. Ja, genau. So, gucken wir mal die Kamera hier. Ach, das ist die, die guckt. Von wo guckt die? Keine Ahnung, von wo die guckt. Aber das scheint hier alles gewesen zu sein in Sachen Fotos. Das heißt, wir werden jetzt analysieren. Wir sind voll in der Zone drin hier. Ja. Boah, da sehen wir unsere Länderfüße. Wie geil ist das denn? So, da sollen wir das Gas wahrscheinlich capturen. Ja, aber es scheint gut zu funktionieren. Zumindest mit diesem automatischen Bums-Dings hier. Flight Mode reactivated. Okay. Dann Foto haben wir gemacht. Okay. Locked in, Flight Mode reactivated. Okay. 66% haben wir schon bei den Major Tasks. Ich denke mal, Major ist ja. Also, Major, Minor ist ja. Major sind wichtig und Minor sind nicht so wichtig. So nebensächlich quasi. Das sind dann wahrscheinlich die Bilder. Deswegen haben wir da 100%. Und jetzt müssen wir gleich 100% hier bekommen, weil wir das Gas analysiert haben. Genau. Coole Sache. Also, schmeißen wir das Ding wieder ab und machen das Ganze wieder zurück. Zurück. Und wir haben 2,6 Millionen oder was auch immer. Ich habe jetzt keine Lust zu rechnen. Das heißt, im Victoria-Krater haben wir alles geschafft. Dann gucken wir, ne, Mars Orbit wollten wir ja nicht machen. Also haut das mit dem Dings richtig geil hin, mit dem Länder. Muss ich sagen. Da nehmen wir jetzt wieder unseren N-Länder Alpha. Was sollen wir machen? Analysen und Fotos, okay. Aber der scheint. Oh, das ist ja wirklich ein Mini-Gebiet. Aber mal gucken, ob der uns da hinschießt. Also bis jetzt hat das mit dem automatischen Steuern sehr gut funktioniert. Er hat uns eigentlich quasi fast auf Null dahin gebracht. Ach, die Kamera guckt nach oben auf den Fallschirm. Die ganze Zeit überlegt, was ist das denn? Also nicht der Fallschirm, sondern der Deckel quasi, ne? Den man da absprengt, der an der Kamera dranhängt, sozusagen. Also naja, nicht an der Kamera, sondern der um das ganze Ding drumherum ist. So. Er versucht jetzt hier zu trusten, um uns dahin zu bringen. 800 Meter. Das sieht gut aus. Können ja schon mal von hier oben ein paar Bilder machen. Die können wir ja nicht. Wir sind ja noch. Der Länder ist ja noch nicht gelandet, sozusagen. Er ist ja noch inaktiv. Schön. So, jetzt muss er mal gucken, wo müssen wir hin? 400 Meter. 400 Meter, da müssen wir hin. Oh, das sieht schlecht aus. Oha. Oha. Oha.
Oha. Oha. Sind ja schon fast unten. Oha. Oha. Der scheint uns da aber tatsächlich hinzubringen. Mein Freund, komm, du musst ein bisschen trusten. Oh, ach so, der macht nochmal, gibt nochmal Gas. Ach, das ist ja geil, der Länder, der kann sogar fliegen. Also quasi nochmal aufsteigen dann. Ist ja cool. Oh, jetzt sind wir aber. Careless, break off, one, bla, hast du nicht gesehen? Aber der landet da richtig gut. Oh, jetzt hat er sich nochmal vertüdelt. Ah, der will es auf jeden Fall genau machen. Sprit haben wir ja noch, also kann man das ruhig noch drei, vier Mal probieren. 6 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter und 1 Meter 9 daneben gelandet. Perfekt, ey. Geil. So, Kamera. Die könnten wir eigentlich bestimmt nochmal starten, oder? Oh, wir sollen ja so viele Bilder machen. Wo ist denn hier grün? Wird's hier mal grün irgendwann? So, Fotos complete. Oh, da haben wir nochmal 90.000 gekriegt für die Bilder. Hohoho. Hohoho. Sonst müssen wir keine Bilder machen. Nee, aber das sieht schon geil aus, muss man ja mal sagen. Ey. Gucken wir mal auf unsere andere Kamera, auf unsere Telekamera hier. Oh ja, da sieht man natürlich schon ein bisschen mehr. Gucken wir mal hier mit Licht hier und hier mit. Sieht ein bisschen hell aus. Tut weh im Auge. Das ist unsere Telekamera, da können wir dann schön. Alles mitmachen. Aber wir wollen ja jetzt erstmal Gas analysieren hier. Ich hoffe, wir analysieren auch an der richtigen Stelle das Gas. Atmospheric Gas. Okay. Aber hier ist irgendwo. Hier sind die Länderfüße. Okay. Do not move the instrument. Ja, mach ich doch nicht. Ich guck doch nur. So, gucken wir mal bei der Mission, ob wir die dann auch, ob wir dann überhaupt da sind, wo wir hin sollen. Als Minor Task hatten wir da nicht Bilder? Also, wir haben ja Bilder gemacht, aber hatten wir nicht als Minor Task auch Bilder? So, aber die Mission ist ready, Popeddy, die ist quasi fertig. Ja, und was ein bisschen ärgerlich ist bei dem Spiel, ist, dass es natürlich unglaublich wenige Updates gibt. Also es gibt Updates, aber die kommen einmal alle, weiß ich nicht wie viele Jahre. Ja, und dann ist natürlich das Problem, dass die alle auch ein bisschen so, ja, keine Ahnung. Das Spiel ist, wie gesagt, sehr, 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 sehr instabil. Wo ich mir sage, also es kommen ewig keine Updates, das habe ich gelesen und wie gesagt, es stürzt immer ab, das Spiel. Und wie gesagt, war ja bei mir auch jetzt mehrfach, auch in der Aufnahme, dass es abgestürzt ist, allein schon, wenn man speichern wollte. Ich traue mich gar nicht zu speichern. Aber ich werde jetzt am Ende der Mission oder der Folge. Oh, Zahnibissen. Habe ich. Am Ende der Mission. Nein, am Ende der Folge werde ich mal speichern, dann wird das Spiel abstürzen. Aber das Interessante ist, es ist dann trotzdem gespeichert. So war es ja in der ersten Folge. Aber wir werden unseren Länder jetzt erstmal dahin bringen und das scheint wirklich gut zu funktionieren. Wobei ich mir jetzt sage, wenn ich steuern würde, würde ich den einfach über diesen Punkt bringen und runterfallen lassen. Aber das wird nicht funktionieren, weil es ja auch Wetter gibt auf dem Mars, also Wind und so. Wobei ich mich jetzt frage, wenn ich jetzt manuell steuern würde, woran sehe ich denn, ob wir Wind haben oder Sturm oder ob ich überhaupt dahin komme, wo ich hin will. Ich sehe, dass er irgendwie scheinbar aufsteigt mit seinem Thrustern, also er gewinnt an Höhe, um dann über diesen Berg zu hüpfen. So, jetzt sind wir drüber weg. Jetzt gibt er wieder Gas. Ja, er wäre jetzt fast aufgeschlagen auf dem Boden, aber jetzt gibt er Gas nach oben, so quasi hüpfen. Und jetzt versucht er, diesen Punkt zu kriegen. Und natürlich, je mehr er das macht, desto mehr Sprit verbraucht er auch. Er sieht wieder, er ist dran vorbeigesprungen. Gibt jetzt also wieder weniger Thrust, also weniger Höhen. Links. Und wir sind. Oh. Wir sind 3 Meter daneben gelandet. Aber okay, es scheint noch zu reichen. Für das Ding hier. Also Fotos sollen wir jetzt auch machen, ja. Da kann man auch schöne Panoramen draus machen, das ist witzig. Aber wir sind irgendwie ein bisschen komisch gelandet hier, finde ich. Wir sind ein bisschen komisch gelandet.
Ja, die wollten hier wahrscheinlich genau hier landen, um das Panorama dann da zu haben. Wenn wir hier nochmal mit der anderen Kamera gucken, ob wir hier noch... Ja, das ist unsere Zoom-Kamera. Ob wir hier noch irgendwelche Bilder machen sollen. Aber es sieht schon geil aus auf dem Mars. Auf jeden Fall. Die ganze Kamera, es flimmert alles so. Da müssen wir mal auf jeden Fall bessere Kameras entwickeln hier. Ja, das ist ja... Ist ja ganz schön komisch, ey. So. Hier sollen wir die Gase analysieren. Das machen wir auch. Und ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Wenn wir dann so unseren ersten Rover haben und mit Solarzellen und dann da über einen Acker pesen und von Mission zu Mission quasi fahren, was ja durchaus auch so war beim Victoria-Krater, glaube ich, oder welchen Krater auch immer, da hat man ja tatsächlich auch viele Missionen nacheinander geplant und das hat das Gerät dann abgefahren. Es gab ja viele, viele Rover mittlerweile schon. Also wenn man sich dafür ein bisschen interessiert, dann weiß man das auch, dass es einige Rover gab. Und interessant ist, dass natürlich die Befehle zu dem Rover hingeschickt werden und es dauert dann irgendwie 30 Minuten oder so, bis der das ausführt. Das ist natürlich dann auch fies, ja, da muss man halt schon genau planen. Und einige Rover sind ja auch gar nicht, ja, haben gar nichts geschafft, weil sie einfach mal sich nicht mehr gemeldet haben. Ne? Und so weiter und so fort. Also ja, das ist... immer so eine Sache und man muss dann halt schon planen, was man dem Roboter halt schickt, dem Rover, was er dann quasi machen soll. Ne? So, jetzt haben wir 3400, das heißt, wir werden jetzt mal gucken, wir wollten ja einen Rover herstellen. Genau, da machen wir jetzt mal hier die 1000, das machen wir jetzt mal. So, und das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Das kostet 1200. Ne, da müssen wir noch ein bisschen Mission fliegen. Weil bis jetzt sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen, muss ich sagen. Also hier mit dem Rover, der da, also nicht mit dem Rover, mit dem Dings, der da automatisch hinfliegt. Ja. Oh, hier müssen wir viele Fotos machen. Das ist gut. Mit unserem Lander, genau. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist hier, oh, das ist hier wieder so ein Bergkamm. Oha, na hoffentlich trifft der den auch. Aber wie gesagt, bis jetzt automatisch fliegen funktioniert gut. Bin ich zufrieden mit, kann ich mit leben. Und ja, gucken wir mal, ob er jetzt das macht. So, Sol 0 in der Nacht. Und wir werden jetzt abgeworfen, genau. Oder? Ja. Ich sehe da auch nicht viel. Ich sehe genauso viel wie ihr. Jetzt haben wir es. So, er steuert schon. 600 Meter noch. Ja, ist natürlich klar. Wenn wir natürlich keinen Sprit mehr haben nachher, dann legen wir das Ding irgendwo hin. Ja? Und dann ist die Mission gescheitert und dann war es das. So, jetzt muss er erstmal ein bisschen Bums geben hier. Wir sind noch 200 Meter von unserer Zeit entfernt, wo wir hin müssen. Ich sehe auch noch gar nicht, wo wir hin müssen. Boah, ist gerade wieder ein LKW unter bei uns unten auf der Straße lang gemöbelt. Ey, da fackelt hier das ganze Haus, ey. Zu krass. Oh, 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 oh. 8 Meter, 9 Meter, na, 11 Meter, 12, 13. Oh, 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 oh. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Doch, komm mal, 11 Meter. Guck mal, der macht, ich sehe gar nichts, ey. 4 Meter, 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter und... Oh, 33,4 Zentimeter. Also wenn das mal nicht irgendwie perfekt ist, ja, dann frage ich mich wirklich, ey. So, Foto ist komplett, okay. Das ist auch komplett. So, ich seh ja nichts hier. So, das haben wir auch. Ich sehe gar nichts hier. Ernsthaft. Haben wir nicht Nachtvision? Ja, haben wir doch. Guck mal. Können wir doch mal gucken, ob wir hier noch Fotos finden. Wir können ja auch mal das Spektrum wechseln. Ich sehe nichts. Licht anmachen vielleicht. Sieht man wenigstens mal so halbwegs, wo man ist. Aber wir haben ja keine Bilder. Nein, wir haben hier keine Bilder, die wir machen sollen. Das ist die Kamera, die nach unten zeigt, ne, wo wir quasi stehen. Und das hier ist die Kamera, die zeigt nach oben. Ja, ach, das ist der Sternhimmel. Okay, dann machen wir mal ein Foto von. Das ist cool. So, dann müssen wir jetzt natürlich hier noch analysieren. Hier wahrscheinlich irgendwo. Ich denke mal, das wird der Bereich sein, wo man messen soll.
Nehme ich mal an. Aber er ist auf jeden Fall gut gelandet, muss ich sagen. Also ja, Mina haben wir alles, alle Fotos haben wir gemacht. Und Major haben wir jetzt auch, denke ich mal gleich, werden wir gleich schaffen. Das ist ja quasi die Hauptaufgabe unserer Mission. Und 750.000 kriegen wir dafür. Das ist natürlich ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Aber bis jetzt kriegen wir 750.000. Ich denke mal, für das Analysieren kriegen wir noch mehr. So, das haben wir geschafft. So, gucken wir mal, was haben wir denn? When the South Pole is in the complete darkness, the North Pole is enjoying continuous sunlight. And vice versa. Genau, also umgekehrt. If there was no axial tilt, sunlight levels would be more consistent across the planet with the equator seeing the most and dropping towards the poles. Genau, das ist halt, hat etwas damit zu tun, wie der Mars sich bewegt. Und wir haben da 100.000 bekommen. Jawohl. Ach, das ist gut. Da können wir ja bald einen Rover bauen. Das machen wir auch bald. Und dann fahren wir nämlich die ganzen Missionen mit unserem Rover ab. Huhuhu. Da freue ich mich schon drauf. Aber wir müssen erstmal noch ein paar Missionen machen. Und wir werden gleich mal die hinten dran hängen. Und werden unseren Länder Alpha nehmen. Was sollen wir machen? Oh, Fotos sollen wir wieder machen. Das ist schön. Fotos bringen wieder extra Money. Oh ja, die Landezone ist wieder ziemlich klein. Aber okay. Wie gesagt, bis jetzt, toi, 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 ist er eigentlich immer super, super gelandet. Aber es kommt immer das erste Mal, wo das nicht mehr funktionieren wird. Und wir werden natürlich nicht nur mit Sonden und Rovern arbeiten, wir werden natürlich auch später bemannte Mars-Missionen machen. Und da erkennt ihr die ganzen Videos natürlich schon klar, wo die Leute da auf der Marsoberfläche Multiplayer rumrennen und da zu blöd sind, irgendwelche Stecker irgendwo reinzustecken. Aber das ist eben das Spiel, das ist Alpha, es ist schwer. Also man sollte vielleicht nicht sagen, zu blöd sind, aber wo es einfach nicht geht, ja. Wo es halt buggy ist und immer wieder abstürzt, gerade im Multiplayer, ne? Ja, aber das werden wir natürlich auch machen. Aber wir werden es so spielen, wie es eben auch ist, dass wir, wie wir in der ersten Folge gesehen haben, 1971 waren die Russen dann auf dem Mars. Und ja, wir werden es jetzt so weiterspielen, indem wir den Mars immer weiter erforschen mit den Rovern und dementsprechend dann die Maschinen bauen, um dort diese Mission zu erfüllen. Ja, wir wollen natürlich auch nachher noch Orbiter-Stationen haben sozusagen, dass wir halt da oben noch die Fotos machen können. Wir wollen die Kameras entwickeln, dass wir bessere Bilder kriegen, weil so, muss ich ja sagen, ist die Qualität der Bilder ziemlich schlecht. Ja, aber wir werden sehen. So, 40 Meter haben wir noch. Ne, haben wir ja nicht. Da links unten ist es. Wo müssen wir hin? 70 Meter noch. 70, 63. Sprit ist noch okay. 52 Meter. Ah, ist er wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. 58, 57, ja. Ach so, er bremst jetzt. Quasi, dass er den Descent Speed, also die Abstiegsgeschwindigkeit, verringert sich. Den muss er ja auch verringern, damit er halt nicht so hart ausschlägt. Aber er tänzelt ganz schön drumrum. Muss man mal sagen. Oh, jetzt ist er bei 1 Meter, das ist okay. Oh, Zentimeter pro Sekunde, das heißt, wir fallen ganz langsam. Und solange wie wir noch Sprit haben, scheint das zu funktionieren. 3 Meter, 2 Meter, 1 Meter. 1 Meter 40 sind wir gelandet. Okay. So, Explore Complete. Oh, das sieht aber schick aus hier. Gucken wir mal den mit Night Vision hier. Gucken wir mal, was müssen wir hier alles fotografieren. Wir sollen ja Fotos machen. Oh, ich sehe gar nichts. Wir sollen hier auf jeden Fall Fotos machen, aber ich weiß noch nicht von was. Ich sehe hier Ich sehe hier noch keine Felder. Okay, wir analysieren erstmal. Damit wir das zumindest erstmal schon mal haben. Dann gucken wir mal die Missionen an. Ach, es ist tatsächlich wahrscheinlich nur analysieren. Nee, ja, 25%. Nee, ist okay. Aber ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt in dem Gebiet gelandet sind. Aber wir sind, denke ich mal, in dem gelandet, wo wir landen sollten. Und wir machen das immer noch mit einer Batterie. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Ressourcen kostet. Also kann ich euch nicht sagen. Aber irgendwie scheinen wir genug Batterie zu haben, weil Charge Rate hätten wir keine, weil wir keine Solarzellen haben. Aber Drain Rate haben wir auch nicht. Das heißt, wir nehmen keine Wattstunden. Und dementsprechend scheint das keine Ressourcen zu kosten. Keine Ahnung. Oder die Länderbatterie ist so dicke, dass es geht. 50% tatsächlich. Also wir müssen noch Fotos machen. Dazu müssen wir mal hier auf unsere Kamera nochmal wechseln. Ah ja, guck mal. So, das haben wir komplett. Das haben wir auch komplett. Okay, dann ist fertig.
Oh, 10 Millionen for the agency. Achso, wir haben ein Dings geschafft. Wie sagt man? Naja, hier bei Steam, scheiß da. So, 3448. Das heißt, wir können ja den Small Rover, können wir damit researchen, oder haben wir ja schon researched, aber wir müssen mal die Zeit laufen lassen hier. Machen wir mal hier, jetzt researchen wir mal. So, weil das mit dem Länder scheint ja gut zu funktionieren. Und dann gucken wir mal, ob wir den Rover auf den Länder packen können. So, wie lange müssen wir hier warten? 10 Stunden sind das und das andere sind 30 Stunden. Also müssen wir über einen Tag warten. Das werden wir mal machen. Wir werden mal... machen wir mal 2 Tage. So. Oh! Roving with Technology. Research the Small Rover. Ja, haben wir doch geschafft, ja. Und wir werden jetzt mal witzigerweise mal einen Rover bauen und werden mal gucken, ob wir den an unserem Dings dran bauen können. Create new vehicle. So. Small Rover. Oh, sieht ja geil aus. Guckt es euch an. Ist das nicht geil? Och, ist das geil. Guckt euch das an. Ein fetter, kleiner Rover. Oh, cool. Mal sehen, ob wir den irgendwo anbauen können. Dann, ob wir den irgendwo... Wie wir den da hochkriegen, das weiß ich noch nicht. Also wir nehmen auf jeden Fall eine Leisesstation. Wir nehmen eine Low-Gain-Antenne. Wir nehmen eine Wide-Angle-Kamera vorne dran. Wir nehmen eine Fokuskamera hinten dran. Und wir nehmen natürlich Basic-Batterien. Da nehmen wir jetzt aber mehr mit, weil wir ja wissen, dass wir etwas länger damit auf dem Dings unterwegs sind, auf dem Mars. Und die Environment Station, die Monitoring Station brauchen wir noch nicht, deswegen werden wir nur die Analysis Station mitnehmen. Und wir safen das Ganze mal unter Rover Alpha. Ja, dann wissen wir, dass der das ist. Unser erster. So, Rover Alpha. So, back. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt einen Small Lander nehmen, ja, den Selecten, ist die Frage, ob wir da jetzt den... Nee, da können wir den Rover nicht dran bauen. Die Frage ist, wie kriegen wir den Rover? Weg. Ja. Wie kriegen wir den Rover dahin? Das ist die Frage. Mal gucken, ob wir den Rover auswählen dürfen. Vielleicht werfen sie uns den ja mit einer Probe ab. Und dann können wir da rumfahren. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo im Krater mal... Ja gut, das wird wahrscheinlich ein ganz schön langer Weg sein, da hinzufahren. Aber wir können das mal probieren. Ja, hier können wir tatsächlich mit dem Rover hin runterfallen. Oh, es kostet 1000. Ach du Scheiße. Nee, das machen wir nicht. Nee. Das können wir nicht machen. Wir können noch für 1000 da noch nicht, oder eine Milliarde können wir noch nicht, das geht nicht. Mensch. Also Nordpol geht schon mal nicht. So, hier haben wir was. Ja, das ist wieder Rover. Rover. Ah ja, hier haben wir noch was. Und zwar Fotos machen, analysen. Okay, dann nehmen wir den Länder Alpha. Load. Und der kann ja da landen. Das kann er ja richtig gut. Oh, hier sind wir ja. Ach du Kacke. Ja, ob der das schafft, da zu landen, das wage ich ja zu bezweifeln. Aber wir probieren es. Wir hätten natürlich auch mit dem Rover da in der Nähe landen können. Dann können wir hinfahren. Aber der kostet 1000. Das ist ein bisschen dolle viel. Wir gucken mal, ob der Länder das schafft. Wenn der Länder das nicht schafft, dann haben wir 314.000 weggeschmissen. Aber ich bin ja gespannt. So, wir bremsen langsam ab. Descent Speed. Also quasi der Fall, die Fallgeschwindigkeit wird immer weniger. Okay. Jetzt hängen wir am Schirm. Wäre mal ein bisschen schneller, okay, der kann sich ja fallen lassen, das ist ja kein Problem, der kann ja nachher boosten. Aber das muss er ja jetzt noch nicht machen, weil er fällt ja dann wieder, wenn er jetzt bremsen würde, würde er gleich wieder Geschwindigkeit aufnehmen, was er ja nicht soll. Aber ich könnte mich dran gewöhnen, das Ganze dann auch nachher selber mal zu steuern. Weil das Automatiksteuern muss nicht immer funktionieren, hat bisher gut funktioniert, aber muss nicht. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es ja hier auch so Bergspitzen und sowas gibt, wo er vielleicht gegenfliegt. Weiß ich nicht, weil die Stelle, die war jetzt wirklich klein.
Ja, jetzt steigt er nochmal richtig auf. Da unten drinnen müssen wir landen. Haha. Das ist natürlich schon echt fies. Aber er baut weiter Speed ab mit 5 km/h. Also 5 km/h mit 5 Meter pro Sekunde. Wie gesagt, Sprit haben wir noch genug. Kein Problem. Wir machen gleich mal eine Robomission. Scheiß drauf. Die Folge ist sowieso vorbei. Das heißt, ich werde mal speichern. Damit wird das Spiel abstürzen. Und dann haben wir ja erstmal gespeichert. Und wenn die Robomission schief geht, können wir immer noch sagen, wir laden das, was wir gespeichert haben. Oh, 14 Meter, 12 Meter, 11 Meter, 9 Meter. Ja, du musst noch mal ein bisschen korrigieren, mein Freund. Ja, 12 Meter, genau. So ist das schön. 11 Meter, okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ey, der bringt uns genau dahin, oder? Ist das krass oder ist das krass? Ups, wir sind da. Ist unglaublich. Es ist unglaublich, Leute. Das ist unglaublich. Dieses Ding, ey, ist einfach nur schön. So, Foto ist complete. Oh, hier müssen wir wohl mit der Telekamera ran. Ah, den Task können wir nicht completen, weil das ist hinterm Berg. Haha. Das ist hinterm Berg, das können wir nicht fotografieren. Wir sind hinterm Berg gelandet. Ah, das haben wir komplett. Okay, so, wie viele Fotos müssen wir hier? Müssen wir noch ein Foto machen? Okay, aber hier die können wir nicht machen, weil. Ja, das ist hinterm Berg scheinbar. Gucken wir mal. Wir machen mal hier noch ein Gasdings. Aber meiner ist 100%. Vielleicht sind das Fotos von einer anderen Mission, wo wir denn da hinten, dahinter irgendwo landen müssen. Das könnte natürlich auch sein. Aber wir werden erstmal das Gas analysieren und dann. Wie gesagt, wir können natürlich mit dem Lander jetzt auch die anderen Missionen fliegen, wo wir dieses andere Gerät drauf bauen müssen. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Antenne brauchen. Ich glaube, für Lander braucht man eine Antenne, sonst kann man den nicht zusammenbauen. Das heißt, man müsste dann diese andere Monitoring Station dran bauen, um dann die anderen Missionen zu fliegen. Mahlzeit, Chris. So, aber die ist fertig. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr so ein Interesse habt an dem Mars. Und ja, also, wie gesagt, Take on Mars hier bei mir, dem Chris. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann werden wir mal eine Rover-Mission starten. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.